im Meer als lebende Wasserleiche. Viele Gefahren habe ich überwunden und große Abenteuer erlebt, getrieben von meiner unstillbaren Sehnsucht nach dir. Nur kann ich nicht zu dir kommen, denn... Ich finde den Weg nicht und will nicht fragen. Ein unheilvoller Fluch bindet mich an diese Gewässer. Es gibt Probleme mit meinem Studentenvisum. Ich glaube eher der Fluch. Ein unheilvoller Fluch bindet mich an diese Gewässer. Drum schreibe ich diesen Brief in aller Dringlichkeit. Eile zu mir, meine Geliebte, wo immer du sein magst. Ich warte auf dich im Süden, tief im Süden. Genau hier. Das ist ein Meisterwerk. Oh, es fehlt noch etwas. Zögere nicht, anderen vor deiner Abreise zu helfen. Dein Max. Ah, geil. Lilian. Perfekt. Wundervoll, wundervoll. So. Diesen wunderschönen Brief geben wir ihr jetzt. Du wirst es nicht glauben. Schau mal, was ich draußen gefunden habe. Was soll das sein? Das, worauf du so lange gewartet hast. Ein Brief von Maximilian. Das kann nicht sein. Der Brief ist nicht versiegelt. Maximilian hat seine Briefe immer... Okay. Verdammt. Aber wir können ja versiegeln. Hier ist ja Wachs. In Ordnung, jetzt ist ein ordentlicher Wachsklecks auf dem Brief. So, aber wie wir wissen, haben früher die Leute das mit Wachs versiegelt und einen Stempel drauf gemacht. Also müssen wir hier... Da ist ja... Der hat ja auch schon einen Ring. Steinerne Abbild des Ritters ist sehr detailliert. Eine wahrhaft meisterliche Arbeit. Man kann jede Kleinigkeit erkennen. Vom Mitesser am Nasenflügel bis hin zum Siegel auf seinem Ring. Ist das auch ganz wichtig. Wollen wir mal sehen, wie gut die Arbeit der Steinmetze wirklich war. Sieht ziemlich gut aus. Ich schätze mal, durch einen Tränenschleier hindurch wird man keinen Unterschied bemerken. Genau. So, und jetzt kann sie den haben. Und wehe, sie heult dann rum, weil irgendwas mit dem Brief nicht stimmt. Es ist kaum zu glauben, eine Brieftaube hat gerade einen zweiten Brief gebracht. Tatsächlich? Natürlich! Ja, hier ist sogar ein Siegel. Kennst du es vielleicht? Das ist seins! Das ist sein Siegel! Die unleserliche Handschrift, all die Rechtschreibfehler! Der Brief ist wirklich von ihm! Was schreibt er denn? Da war ein Sturm und er würde gern zurück zu mir, aber er kann nicht! Na, das erklärt doch alles. Ich muss gleich zu ihm. Ah, oh, diese Freude! Wegen des Schilds. Oh ja, die fetten Orga haben ihn weggetragen. Sie leben in einer Höhle, hier ganz in der Nähe. Danke und viel Glück bei der Suche. Aber denk immer daran, der Weg ist das Ziel. Gut. Der Ersten aber geholfen. Jetzt? Müssen wir nur noch den Paladin dazu bringen, dass er dem Dingens verzeiht. Dann müssen wir Gulliver noch ein Herz geben und Hallo, die Lunge Prinzessin. Flicken. Ja? Kann ich den Zombie-Kopf mitnehmen? Ich darf den Kopf des Zombies wohl nicht mitnehmen, oder? Aber natürlich nicht. Er ist eine hart umkämpfte Trophäe. Über eine Viertelstunde habe ich auf das Vieh eingeschlagen, bis ich es endlich besiegt habe. Ich habe mich überhaupt nicht gewehrt. Schweig! Ich habe Schaden an dir gemacht. Viel Schaden. Er hat viel ich Schaden gemacht. Ich muss los. Männer. Natürlich. Haha. Achso, warte. Den Napf stellen wir mal dahin. Das
brauche ich später noch. Da bitte. Ich weiß zwar nicht mehr wofür, aber ich weiß, dass ich es brauche. So, und jetzt? Hallo, Prinzessin. Ja? Warum spuckst du jedes Mal, wenn wir über den Zombie reden? Allein seine Erwähnung lässt meine Galle steigen. Wessen Erwähnung? Die des Zombies. Nur beim Wort Zombie oder auch bei anderen? Nein, nur bei Zombie. Und wenn ich es sage? Was? Zombie. Dann nicht. Aha. Welche Wesen hast du denn von allen am meisten? Welches Wesen auf dieser Welt hast du am meisten? Nacktmulle. Und dann? Zombies. Ein untotes Wesen mit 6 Buchstaben. Kannst du mir bei meinem Kreuzworträtsel helfen? Gesucht wird ein untotes Wesen mit 6 Buchstaben. Zombie. Was? Zombie. Bambi? Aber Bambi hat nur 5 Buchstaben und ist gar nicht... Zombie! Bist du blöd? Nein. Ich kenne einen tollen Zungenbrecher. Oh Gott. Ich wette, diesen Zungenbrecher bekommst du nicht hin. 12 Zombies zwitschern... zöllige Zombie-Zoten zum zwischenzeitlichen Zombie... Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sag mal Zombie. Zombie. Danke. Das reicht. Genug von Zombies. Finde ich auch. Ich muss los. Männerkram machen. Okay, dann guck dir mal den Napf an. Am Boden hat sich ein kleiner Spuckesee gebildet. Das sollte reichen. Wir wissen zwar noch nicht wofür, aber wir machen es erstmal, ne? Gut. Gehen wir mal zum Tauchen. Ich höre dich. Hast du eine Ahnung, wie ich ins Orklager kommen kann? Du hast doch bestimmt eine clevere Idee, wie ich ins Orklager da draußen kommen kann. Also körperlich meine ich, nicht spirituell oder so. Danke für deine Hilfe. Wie kann man einen Paladin dazu bringen, gegen seinen Willen jemandem zu verzeihen? Da ist so ein Paladin und eine arme Seele, der er nicht verzeihen will. Gibt es nicht vielleicht eine Möglichkeit, wie man den Paladin dazu zwingen kann? Vergebung sollte vom Herzen kommen und nicht erzwungen werden. Es könnte zu Blutvergießen kommen, wenn wir nicht eingreifen. Der Paladin isst gerne Rinderhack. Mein Freund bereut aufrichtig, was er getan hat, doch der Paladin will nicht zuhören. Aber wenn der Paladin nicht einmal zuhört? Mein Freund bereut aufrichtig, was er getan hat. Er will um Vergebung bitten, doch findet kein Gehör. Das ist nicht gut. Jeder verdient eine Chance auf seinen Seelenfrieden. Und der Paladin lässt nicht mit sich reden. Keine Chance. Dann können wir ihn dazu bringen, zuzuhören. Wie? Mit einer Voodoo-Puppe oder sowas? Voodoo? Alles fauler Zauber. Nein. Ich werde einen Trank des Schlafwandelns brauen. Wenn du als Erster davon trinkst und danach der Paladin, so kannst du seinen Körper für kurze Zeit übernehmen. Du kannst ihn zu deinem Freund laufen lassen und dort soll er sich die Entschuldigung anhören. Klingt wie Voodoo. Es ist kein Voodoo. Für den Trank brauche ich Haare des Paladin, eine Flüssigkeit seines Körpers, etwas von einem seiner Vorfahren und ein Stück seiner Kleidung. Aber ich brauche keine Puppe und keine Nadeln. Schon klar. Und wenn ich die Sachen besorge, brauchst du mir den Trank? So sei es. Okay. Hier habe ich noch Paladin-Spucke, noch warm. Spucke ist die einzige Flüssigkeit, die ich aus dem Körper des Paladins bekommen konnte und die ich angenommen hätte. Spucke ist ausgezeichnet. Gut.
Ich habe hier etwas von der Kleidung des Paladins, zumindest in der Art. Geht ein Pompom als Stück seiner Kleidung durch? Ein was? So ein Ding hier. So etwas zieht ihr Menschen an? Einige, wenige, fast niemand. Wenn der Paladin das einmal getragen hat, wird es gehen. Aber ich will dieses Ding nicht. Gib mir nur einige Fäden, behalte den Rest. Okay, ich muss weiter. Ich muss mal raus. Irgendetwas stimmt hier drin mit der Luft nicht. Viel Glück auf deinen Reisen. Möge das Grab... immer grün sein, ja. So, mein Parler, ich brauche ein bisschen deine Haare. Hallo, Prinzessin. Ja. Deine Haare sehen nicht allzu gut aus. Ich glaube, deinen Haaren tut das Warten hier draußen auch nicht gut. Was? Was? Ist es Spliss? Bitte lass es nicht Spliss sein. Die sind ziemlich staubig und verfilzt. Oh. Ja, so geht's. Kann ich den Kamm mal sehen? Was war das eben für ein Kamm? Kann ich mal sehen? Ja, wieso? Oh oh. Was? Hast du eine Ahnung, was so ein Kamm deinem Haar antut? Spliss! Bitte nicht Spliss! Schlimmer. Siehst du hier? All die Haare? Der Kamm reißt dir die Haare aus. Oh nein, ich dachte immer, das wäre normal. Normal? Wie kann das normal sein? Schau doch, wie viele Haare das sind und wie wenige du nur noch auf dem Kopf hast. An einigen Stellen schimmert schon die Kopfhaut durch. Nick! Wenn ich du wäre, würde ich diesen Kamm nie wieder benutzen. Nimm ihn weg, er soll mir nichts tun. Also gut, ich steck ihn ein. Danke. Oh, danke. Ich muss los, Männerkram machen. Okay, wir haben Haare. Er ist aber auch gemein. Ich höre dich. Paladiner. Hier habe ich einen Kamm mit einigen Haaren des Paladins. Reichen die? Die riechen komisch, aber das wird reichen. Was brauche ich nochmal für eine Voodoo-Puppe? Den Trank des Schlafwandels? Eine Flüssigkeit des Paladins, etwas von einem seiner Vorfahren, einige seiner Haare und etwas von seiner Kleidung. Geht klar. Okay, ich bin weg. Bis dann. Möge der Wind dir gewogen sein. Mein neuer Spruch. Seine Vorfahren. Wir hatten noch da unten Urnen. Guck mal, Puppe ist weg. Das sind immer noch Urnen mit Wappen, die... Hey, die eine Urne trägt das Wappen des Paladins. Nehmen wir mit. Das ist schön, es muss wohl sein. Aber ich nehme nur ein wenig von der Asche mit. Die Urne lasse ich hier, aus Respekt vor den Toten. Ups. Opa muss Raucher gewesen sein. mit einem Stück Knochen drin. Okay. Ist klar. Ich höre dich. Ich habe hier ist etwas Asche von einem Vorfahren des Paladins. Funktioniert die? Wenn sie wirklich von einem Vorfahren des Paladins stammt, wird es gehen. Damit müsstest du alle Zutaten für den Trank haben, oder? So ist es. Tritt zurück. In einer Tüte. Und extra die Voodoo-Puppe vorne durchgestrichen, ist klar. Kein Voodoo. Der Trank des Schlafwandelns. Danke vielmals. Du musst nur einen Schluck davon trinken. Anschließend muss der Paladin den Rest austrinken.
Paladin-Spucke, ein alter Pompom, pomadige Haare und die Überreste vom Opa. Das kann ja nur gut schmecken.